Ja, Philipp, gerne, ich weiß. Macht nichts, aber Philipp, zeige ich mal für die Leute. Jawohl. Dann. Von 8, da ist er. Jawohl. Und zwar mit der Startnummer 147, der Florian Müller vom Sportkreis Ost. Nein, von 8 natürlich. Dann von Position 7, die Startnummer 118, ist der Rad Schweig. Von Position 6, die 134, Alain Christian. Er ist natürlich ganz bekannt, er macht die Spielzeug-Racer, immer super Interviews, danke dafür. Dann, nicht am Start, leider unser jüngster Teilnehmer, aber Berghard, zeige ich trotzdem mal die Zuschauer, geh mal da oben auf die Boxengasse, wie klein du bist. Er würde von Position 4 starten, mit der 151, der Berghard, trotzdem super Rennen gefahren. Jo, dann aus der 5 natürlich die 140 ist der Philipp Lückert. Wo ist er? Philipp, sorry, dass ich nicht verbessert habe. Dann der große Bruder, liebe Zuschauer, unser amtierender Jugend-Europameister, der Kirch Burak. Dann von Position 2. Richtig schnell unterwegs gewesen, schon im ersten Lauf. Mit der 144 der Keller Carsten. Und von Position 1 mit der 146 der Stefan Scheuntrug. So, liebe Zuschauer, spannende 10 Minuten jetzt auf der Strecke. Und wir haben jetzt auch das Go von der Zeitnahme. 2 Minuten Vorbereitungszeit, Finale. Genau, wenn ihr soweit seid, dann alle Fahrzeuge in Startaufstellung. So. Ja, die 50 auch. Oh, die 8. Zweites A-Finale. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, Start! Ah, schön, dass wir da gut weggekommen sind, aber wir sind auf dem Hauptweg schon. Und wie wir es schon gesehen haben, da fehlt der Stefan gleich im zweiten Feld. Da holt sich den zweiten Platz hier. Das so, da ist der Keller Carsten. Ja, du hast noch ein bisschen weg, Carsten. Du hast da irgendwie am Schirmer reinzukommen. Aber hier springt Schirmer im Flug. Also machen wir jetzt auf Funken. Oh. Ja, da war der aber Stefan ganz zu mir. Und wir haben richtig Zeit gekostet. Und zwar bei. Und zwar war kein Absicht von Stefan, glaube ich. Und somit ist Burak auf den ersten Platz. Wir sind auf Platz 2, Müller Koronen auf 3 und Keller Carsten auf 4. Und die 151 auf 1. Und der 40 auf der 2. Und der 47 auf der 3 und die 144 auf der 4. Oh nee! Burak und Flo nicht ausfallen. Ja, der Führende ist da ausgegangen. Und jemand mit der Elektronik. Ja,
So, wir gehen jetzt auf den ersten Platz. Der Bürger der Bürger mit der Stadt Nummer 7 brennt sich auf 2 Stimmen und schaut nur auf 3. Christian auf den 4. Bastian auf den 5. Und jetzt sind das Feld ganz anders aus dem ersten Lauf. Wir mit der Stadtnummer 140 auf der 1 oder nur auf der 2 der Stadtnummer 147. Wir schon mit der Stadtnummer 146 auf der 2 und wir lassen auf der 4 jetzt. So, wir haben ja schon den ersten Lauf gehabt. Wenn die Platzierung so bleiben würde, würde Schneemann schon genug dieses Finale hier auf dem Messecup dann gewinnen. Und würde ein Sieger, wenn die Platzierung so bleibt, geführt werden. Aber wir haben ja noch 5,5 Minuten Fahrzeit. Und der Philipp muss jetzt aufpassen mit der 140, weil der Stefan kommt immer näher. Der zweite Platzierte, der Stefan Scheuklug, kommt der Philipp da immer näher. Die 140. Und wir gehen auch wieder vor. Dann haben wir ganz nach Kopf. Diese Strecke ist sehr, sehr hart. Und vorne den Autos, wir gehen alle vorne in der Elektronik, diese harten Aufschläge auf der Strecke, jetzt auch mit der Elektronik-Problem, wenn wir da schauen. Also noch 2 Auswelle. Und somit nur noch 7 Fahrzeuge. Und jetzt versucht der Stefan am Kühlbohr mitkommen. Da geht es um den ersten und zweiten Platz. Die 2 sind jetzt im Hobbykopf. Stefan springt da ganz sicher und hat dann auf Fahrwelle von 140 und auch der Keller Carsten dahinter hinten dran. Und auch der Carsten, oh, da ist die Tür ein bisschen weiter aufgegangen, ich glaube, da hat der Stefan den Carsten vorbeigelassen durchgehen. Der da in den ersten platziert ist. Und der Stefan mit Carsten leicht rüberladen und jetzt wird versuchen, der Carsten nach Philipp Ferro einzufahren. Ah, dann versuchen wir den Sprung. Ja, der Philipp hat da geschickt die Tür zu. Und der Carsten muss dann natürlich aufpassen. Platz 1, 2, 3 jetzt auf der Geraden. Es wird ganz, ganz eng. Carsten im Hobbykopf. Philipp führt das Feld an. Oh nein, jetzt ist der Stefan kaputt. Elektronik. Antriebsstamm. Also, leider Stefan ausgefallen. So, wir würden den Kasten. Das kann er einfach. Wenn die Platzierung zu bleiben würde. Und Kasten würde versuchen, mehr am Frühling vorbeizufahren. Und jetzt vorbei. Jetzt ist er vorbei. Keller Kasten war auf 1. Die Standnummer 144 kombiniert und eine Fahrräder von der Standnummer 40, da ist er einfach zu weit ausgefahren, der Philipp. Und der Carsten da eben durch, hat alles losgesucht und hat dann die Chance genutzt und ist vorbeigefahren. Man sieht, Carsten ist richtig schnell unterwegs und nimmt den Philipp da gleich in die tiefe Runde mal einziehen ab.
mit 26,9 und der Philipp Lohde 27,7 und somit schon der Abstand 1 vor Marco 1,7. Auf Platz 2, wie gesagt, die 140 ist der Philipp Lohde auf Platz 3, die 134 ist der Marlin auf 4, der Lohde auf 4, der Marlin auf 6, ein Arsch. Und dann die drei Rotsikante, Schermannschaften, Amandlösen und der Burak. Und wir haben noch 2,5 Minuten lang. Es sind noch 2,5 Minuten Fahrzeit und nur noch 6 Fahrzeuge im Rennen von 12. So, jetzt im Zweikampf zwischen Platz 3 und 4. Da ist der Christian auf den Platz in der Runde 34 und der Florian Röhr in der Startrunde 47 direkt dahinter. Die Fahrzeuge sind jetzt auf der Geraden. Da geht es um Platz 3 und 4. Und mit die Kurve in der Gesamtwertung. Die Fahrer sind aber ziemlich gleich schnell unterwegs. Der Abstand im letzten Durchlauf 0,7 Sekunden war dann der Florian. Hier der Christian. Also wir kommen jetzt auf die Beaten. In Zomiko. Ah, da ist der Florian ein bisschen schnell im Publikum gewesen. Und der Abstand 1,2 Sekunden. Ah, Florian ist ein bisschen aufgestellt nach vorne. Yeah.